viele hilfsbedürftige und pflegebedürftige Menschen in Österreich und ich wollte einfach meine Ressourcen, die ich habe und meine Möglichkeiten einfach nutzen, um anderen Menschen helfen zu können. Zu meinen Tätigkeiten zählen hauptsächlich natürlich pflegerische Tätigkeiten. Wir arbeiten auch ganz eng mit dem intra- und extramoralen Bereich zusammen, sprich die Kontaktherstellung zu den Ärzten, zu den Angehörigen, zu anderen Organisationen und natürlich die klientenbezogenen organisatorischen Tätigkeiten, die auch bei uns ganz groß im Vordergrund stehen. Die Dokumentation ist wichtig bei uns in der Hauskrankenpflege, weil wir einfach den Kontakt herstellen zu anderen Bereichen, zu anderen Organisationen. Wir stellen Pflegegeldanträge für die Klienten und Klientinnen, stellen Erhöhungen, haben auch Kontakt mit dem Fonds Soziales Wien, beantragen Stundenänderungen und Stundenerhöhungen für unsere Klienten und Klientinnen, die wir betreuen und dokumentieren natürlich auch alle unsere Tätigkeiten, die wir während des Hausbesuchs durchführen. Belastungen bringt der Beruf ganz bestimmt mit sich. In der mobilen Hauskrankenpflege ist es vor allem, dass man nie weiß, was einem erwartet, wenn man zu einem Klienten kommt. Der Klient kann bereits gestürzt sein, man kann ihn liegend am Boden vorfinden, man muss die Einsatzkräfte verständigen, Erste-Hilfemaßnahmen einleiten. Das Belastend kann man natürlich auch empfinden, dass manchmal einfach keine Hilfsmittel zur Verfügung stehen, die man im Spital zur Verfügung hat. Es ist oft vielleicht kein Rollator vorhanden, es gibt vielleicht kein Notruftelefon, es müssen viele Dinge organisiert werden, die Angehörigen brauchen Unterstützung nach der Krankenhausentlassung und finden einige Hausbesuche statt und es ist etwas Zeit vergangen und man liest sich nachher die Dokumentation durch, macht erneut einen Hausbesuch, ist es einfach irrsinnig schön zu sehen, wie viel man dort bewirken konnte. Und auch, wie dankbar die Klienten und die Klientinnen natürlich sind und wie sehr sie davon profitieren. Es ist einfach erforderlich, dass man am Wochenende arbeitet, dass man an einem Feiertag arbeitet, dass man schon um 6 Uhr in der Früh bei einem Klienten vor der Haustüre steht oder auch um 19 Uhr, 19.30 Uhr am Abend. Die Hauskrankenpflege ist halt einfach draußen im Wiener Stadtverkehr unterwegs, egal ob mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto. Und sollte es da einfach zu Verzögerungen kommen, Verspätungen oder auch einfach zu Staus, wirkt sich das für uns teilweise schon etwas stressig aus, weil unsere Einsätze dann nicht wie geplant stattfinden können. Durch die Hauskrankenpflege ist es möglich, dass die Klienten oft früher nach Hause entlassen werden können, wenn wir die Betreuung wieder aufnehmen. Das erspart natürlich einige Tage weiteren Aufenthalt in einem Krankenhaus. Und natürlich versuchen wir auch eben die Menschen, solange es geht, zu Hause zu betreuen, damit sie nicht in ein Pflegeheim übersiedeln müssen. Nachdenklich gemacht hat mich in meinem Beruf schon die Situation von den Menschen, wie sie einfach zu Hause leben. Man überlegt dann selber auch schon während der Ausbildung und während des Berufs, was steht einem selbst bevor, wie wird man selbst mal leben im Alter. Und deshalb finde ich es gerade so wichtig, dass es Menschen gibt wie wir, die das auch wirklich einfach gerne machen, die Menschen zu unterstützen, weil die einfach zeitweise wirklich oft niemanden mehr haben, außer die Organisation, die sie betreut. Für den Beruf zur diplomierten Gesundheits- und Krankenpflege braucht man vor allem die Empathie. Man braucht einfach die Freude im Umgang mit hilfsbedürftigen und pflegebedürftigen Menschen. Man muss Verantwortung übernehmen, man muss Entscheidungen treffen können, wo man auch dahinter stehen kann. Vor allem in der Hauskrankenpflege ist man alleine vor Ort als erstes. Man muss einfach eine Einschätzung treffen können, die man natürlich auch anschließend mit Kollegen und Vorgesetzten besprechen kann. Aber trotzdem muss man soweit entscheiden können, was der nächste Schritt sein sollte. Das ist ganz, ganz wichtig und vor allem man muss sich abgrenzen können. In der Hauskrankenpflege kann man sich natürlich auch weiterentwickeln. Es gibt auch den Beruf des Case Managers. Es gibt des Weiteren auch diverse Spezialisierungen, wie zum Beispiel Wundmanager oder die mobile Kinderkrankenpflege in der Hauskrankenpflege. Es gibt die Palliativpflege. Ich würde es mir weiterhin wünschen, dass sich sowohl Männer als auch Frauen dazu entschließen, diese Ausbildungen zu absolvieren und diesen Weg einzuschlagen, weil es weiterhin einfach von den Menschen auch gewisse Vorlieben geben wird oder Wünsche, von wem sie möglicherweise lieber betreut werden würden. Und es deshalb einfach auch wichtig ist, dass es Männer und Frauen in diesem Bereich gibt. Es gibt den Tag der offenen Tür in diversen Schulen und Fachhochschulen.
Es gibt immer wieder Informationstage oder Berufstage, wo man sich einfach informieren kann. Und wenn man dies erledigt hat, würde ich einfach in mich kehren und überlegen, ob ich mir das vorstellen kann. Kann man sich das wirklich vorstellen, dass man jeden Tag aufsteht und wirklich intensiven Kontakt mit den Menschen pflegt? Wenn man eher ein zurückhaltender Mensch ist, wird es vielleicht nicht der richtige Beruf sein. Man braucht einfach eine gewisse Freude an Kommunikation, um diesen Beruf wirklich gut ausführen zu können. Ich bin Praxisanleiterin seit 2011, 2012. Ich begleite unsere Schüler, Studenten im Praxisalltag und unterstütze sie beim Lernerfolg. Das A und O ist die Biografie. Die Biografie deswegen, weil jeder Mensch hat seine Gewohnheiten, jeder Mensch hat seine Vorlieben und somit können wir dann auch bei den Bewohnerinnen und Bewohnern das geben, was er eigentlich braucht und was seine Vorlieben sind. Bei der Dokumentation findet man natürlich alles, auch wie zum Beispiel, wie hat er zu Hause gelebt. Das ist natürlich ganz wichtig, weil er muss sich ja hier adaptieren, die Bewohnerin oder der Bewohner. Und was vor allem auch die Hobbys waren. Die Anamnese besagt auch den Zustand, in dem sich die Bewohnerin oder der Bewohner befindet, sprich körperlich, wie ist er, kann die oder derjenige noch gehen, braucht er einen Rollstuhl, braucht sie oder er einen Rollator oder ist selbstständig mobil, Unterstützung bei der Körperpflege, wird hier mehr benötigt oder weniger, das ist alles, wird in der Anamnese zusammengefasst und anhand der Biografie können wir natürlich die für uns ganz wichtig ist, die Pflegeplanung erstellen. Somit wissen wir dann anhand der Pflegeplanung, wie wir mit den Bewohnerinnen oder mit dem Bewohner zu pflegen haben, was braucht er, was benötigt er, welche Ressourcen hat er und welche Ziele wollen wir uns eigentlich stecken. Schmerz ist in der Geriatrie insofern ein großes Thema, weil meistens sind das chronische Schmerzen und dagegen muss man natürlich was tun. Es wird halt von uns regelmäßig evaluiert, wie an der Schmerzskala, wie hoch der Schmerz ist. Und danach wird dann geschaut mit den Ärzten, wird dann adaptiert, ob die Therapie noch ausreichend ist. Eine weitere Herausforderung ist vor allem hier in der Geriatrie die Angehörigen. Ja, also wir tätigen hier viel Angehörigenarbeit. Also es ist nicht für jeden leicht, dass sein Familienmitglied hier lebt und weilt und nicht mehr zu Hause. Zu meinen Aufgaben gehören zum Beispiel auch Mitarbeitereinschulungen bezüglich Computerprogrammen, medizinischer Geräte. Die Schülerbetreuung gehört unter anderem auch zu meinem Tätigkeitsfeld. Und in meiner Expertise kümmere ich mich auch um das Prozessmanagement und um die Qualitätsarbeit im Haus. Wenn Bewohner, Bewohnerinnen eigentlich wieder eine Art Selbstständigkeit erfahren, wenn sie Dinge wieder lernen, die sie länger nicht gekonnt haben, die Freude in denen Augen zu sehen, ist wunderbar. Meiner Meinung nach ist es sehr wichtig, die Zusammenarbeit der interdisziplinären Gruppe, indem wir regelmäßig Besprechungen abhalten, wo alle Berufsgruppen dabei sind, weil wir dann alle gemeinsam wissen, was wir an diesem Patienten tun und jeder arbeitet am gleichen Strang und nicht A macht das und B macht das. Also speziell in der Geriatrie müssen Mitarbeiter schon besonders belastbar sein. Also man muss schon umgehen können mit wirklich dementen Bewohnerinnen und Bewohner. Die Arbeit in der Geriatrie ist auch eine körperlich anstrengende Arbeit, da meist auch Hebe- und Tragetätigkeiten zu leisten sind. Also mit alten Leuten muss man reden rund um die Uhr. Man muss ja auch in der Pflege immer wieder erklären, was gerade gemacht wird. Man kann in der Pflege nicht wortlos arbeiten. Wichtig ist auch gute Deutschkenntnisse, weil speziell alte Menschen sich sehr schwer tun, wenn ein Mensch gegenüber kaum der deutschen Sprache mächtig ist und der Großteil unserer alten Leute spricht auch im Dialekt. Multiethnische Anliegen sind uns auch sehr wichtig, dass hier Toleranz gegenüber allen Kulturen, allen Religionen passiert. Bei uns darf jeder seine Religion ausleben, wie er sie gerne möchte. Und muss auch natürlich dann dem anderen zugestehen, dass er das dann auch darf. Also es hat hier keinen Platz, dass über Religionen diskutiert wird.